Picanto ist traditionellerweise das kleinste Angebot in der Kia Modellfamilie. Und wir haben hier quasi die schärfste Variante. Schönes Rot, 100 PS und in der Ausstattungsvariante GT-Line. Die Eckdaten sind für die Stadt prädestiniert. Außenlänge 3,60 Meter, 5 Türen, 5 Sitze, kleiner, aber doch alltagstauglicher Kofferraum. Der Motor ist eine positive Überraschung. Ein Dreizylinder-Turbobenziner mit 100 PS. Der ist beim Verbrauch nicht weit weg von dem, was der Werksverbrauch angibt. Er kann zwischen 5 und 5,5 Liter bewegt werden und das sogar relativ flott. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 180 km/h und der Sprint von 0 auf 100 dauert exakt 10,1 Sekunden. Der Innenraum präsentiert sich in einer sportlichen Optik. Das Lenkrad liegt sehr gut in der Hand, Sitzkomfort in der ersten Reihe ist gut und die Zweifarbenoptik der Sitze ergibt einen frischen Touch. Neben der schärferen Optik bietet die Ausstattungsvariante GT-Line unter anderem eine Klimaautomatik, eine Lenkradheizung, Sitzheizung für die Kunstledersitze und 16 Zoll Leichtmetallfelgen. Auch das Fahrverhalten kann mit der sportlichen Optik durchaus mithalten. Das Fünfgang-Schaltgetriebe arbeitet sehr präzise, die Lenkung ist direkt und leichtgängig, vermittelt einen guten Kontakt zur Straße und auch von der Fahrwerksabstimmung gibt es eigentlich wenig zu kritisieren. Fazit: Das Auto ist für den städtischen Bedarf ein perfekter Begleiter. Auch gelegentliche Ausflüge auf der Autobahn sind kein Problem mit den Fahrleistungen. Der Preis unseres Topmodells mit 17.990 ist durchaus gerechtfertigt. Das Basismodell beginnt aber schon bereits bei 10.590 Euro, ist in Kombination mit dem schwachen Motor, Einstiegsmotor, aber nur als Viersitzer zugelassen.